Hallo, liebe Perform Better Community. Wir sind wieder in München im schönen FT Club und wir zeigen euch heute wieder ein paar Anwendungsbeispiele mit dem Hypervolt. Thema heute, sehr großes Thema, nämlich das Thema Schulter. Und Schulter ist leider ein sehr, sehr komplexes Gelenk, wo man sehr viel beachten muss, beachten sollte, wenn man rangeht. Vorteil davon ist allerdings, dass wir über dieses riesig groß muskulär geführte Gelenk mit ganz vielen Bewegungsrichtungen einfach wahnsinnig viel bewirken können mit einem Training wie mit dem Hypervolt oder einer Anwendung mit dem Hypervolt. Und dementsprechend führe ich euch jetzt mal so ein bisschen in die Anatomie rein, was man alles beachten muss. Dann zeigen wir euch, wie es damit geht und danach noch ein paar Übungen, wie man das Ganze dann einfach auch konservieren kann, festigen kann und dem Körper wieder die richtigen Bewegungsmuster beibringen kann. Ganz, ganz wichtig bei den meisten Schulterschmerzen, mit denen wir irgendwie zu tun haben, ist typisch so eine, ja, Enge unterm Schulterdach mit die Ursache. Das heißt, man spricht dann von einem Impingement oder von irgendwelchen anderen Verengungen im Schultergelenk. Und was da wichtig ist zu verstehen, dass im Endeffekt die Schulter nicht morgens aufwacht und sagt, oh, ab heute bin ich mal eng, sondern es sind eigentlich immer irgendwelche Funktionsstörungen da, warum die Biomechanik nicht mehr so sauber läuft und es dann zu einer Enge kommt und dann eben auch die Schmerzen entstehen, Schleimbeutelentzündung, all diese Sachen, Supraspinatussehnenreizung, diese ganzen typischen Diagnosen. Und man kann es eben sehr schön lösen, wenn man es schafft, diese Biomechanik wiederherzustellen. Und meistens ist die einfach kaputt, weil irgendwo Strukturen verspannt sind. Also ganz, ganz oft Pectoralis vorne, dass ich diesen Schultervorstand habe, dann funktioniert die Schulter nicht richtig. Oder eben auch in diesem Bereich hier unten Latissimus, Teres Minor Major, dass ich da nicht richtig in die Bewegung reinkomme, das Schulterblatt nicht richtig drehen kann. Nackenmuskulatur spielt eine große Rolle. Wenn dieses Schulterblatt zu sehr festhält, dann kann es nicht mehr richtig rotieren und wir kriegen da eine Funktionsstörung. Und die ganzen Muskeln zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule spielen ebenfalls eine riesige Rolle, wenn es um diese Schulterblattbeweglichkeit geht. Das heißt, wir müssen sehr viele Strukturen weich machen, um eben wieder diese Funktion herzustellen und müssen dann auch relativ viele Bewegungen, unterschiedliche Bewegungsrichtungen wieder mit der Schulter trainieren, dass sie nachhaltig auch frei wird. Und wie das geht, zeigen wir euch jetzt. Tatsächlich bei der Schulter benutze ich ganz gerne diesen relativ spitzen Aufsatz. Wenn euch der zu aggressiv ist, dann nehmt einfach die Kugel oder den flachen Aufsatz, der ein bisschen großflächiger arbeitet. Allerdings haben wir halt im Schulterbereich, gerade jetzt vorne, wenn wir hier anfangen, Pectoralis Minor, relativ zarte Strukturen. Und da macht es schon mal Sinn, mit einem spitzeren Aufsatz ranzugehen und da ein bisschen gezielter zu arbeiten. Aber wirklich so, wie ihr euch damit wohlfühlt. Wenn euch das zu aggressiv erscheint, dann nehmt einfach einen größeren Aufsatz, der ein bisschen flächiger arbeitet, dann ist es besser. Dann arbeite ich nach wie vor sehr gerne mit der hohen Frequenz, also lieber weniger Druck und so weiter. Ich finde einfach diese hohe Frequenz wirkungsvoller und auch besser zu tolerieren vom Schmerz. Darfst mal gerade selber ran. Wir gehen jetzt als erstes in den Pectoralis Minor rein. Pectoralis Minor könnt ihr bei euch selber palpieren, ist einfach unterm großen Brustmuskel, so ein fingerdicker Muskel, der so schräg nach unten verläuft, geht an die dritte bis an die fünfte Rippe. Und da kann ich einfach sehr schön Wirkung erzielen, um in eine bessere Aufrichtung reinzukommen. Genau, dann darf es mal ein bisschen weiter hier hin wahrscheinlich, da müsste er mehr sein. Ihr arbeitet natürlich durch den großen Brustmuskel durch den Pectoralis Major. Auch den wollen wir natürlich gerne ein bisschen entspannen. Es geht uns aber wirklich mehr um die tiefer liegenden Strukturen, die typisch die Schulter nach vorne ziehen. Und da bitte auch immer beide Seiten machen, auch wenn nur eine Schulter betroffen ist. Dann die nächste Struktur, die ich euch gerne zeigen möchte, ist natürlich hier oben so der Nackenmuskel, der Trapezius. Geht nicht ganz ideal alleine, aber wir versuchen es gerade mal zusammen. Ich drehe dich mal ein bisschen Richtung Kamera. Gut, genau. Also wir haben den Verlauf hier Trapezius bis hier unten und wir arbeiten mal wirklich hier, also nicht direkt auf dem Schulterdach, meidet immer den Knochen, sondern hier auf dem großen Nackenmuskel vom Schlüsselbein weg hier Richtung Hals kann man sehr schön arbeiten. Das ist jetzt schon ein Bereich, wenn ihr jemanden habt, der euch hilft, geht das noch mal einen Ticken besser. Ist aber ein Bereich, wo man auch durchaus selber mal noch ein bisschen dran arbeiten kann. Wenn man dann ein bisschen weiter nach hinten geht, wo du jetzt gerade schon automatisch hin bist, dann ist man auch so in diesem Supraspinatus-Bereich. Dann kann man auch den schon mal so ein bisschen mitlösen. Tut eigentlich an sich da auch schon ganz gut. Dann ist ein toller Bereich hier unten Teres Minor Major. Das nimmst du gerade mal den Arm so richtig schön nach oben. Den Trizeps gerne auch schon auf eine Vordehnung. Dann kann man auf dem Trizeps schon mal arbeiten, der auch eine große Rolle spielt in der Schulter. Und tatsächlich auch dann hier eben, ich helfe dir gerade mal, also hier so Trizeps und dann eben hier so dieser Bereich Teres Minor Major, Latissimus, also dieses große Muskelpaket hier, einmal der große Latissimus und in der Tiefe Teres Minor Major, die eben auch sehr, sehr gerne sehr fest sind und die dann auch diese Bewegung hier rüber verhindern. Und das ist einer der Hauptgründe,
gerade unter den trainierenden Menschen, warum eben so ein Schulterschmerz entsteht. Das geht alleine gerade noch so, wie ihr seht, aber auch da kann ich natürlich schon, wenn ich jemand habe, der mir hilft, gut auch jemand anderen arbeiten lassen. Aber es ist ein wichtiger Bereich, den auf jeden Fall weich zu machen. Ergänzend möchte ich euch noch zeigen, drehe ich gerade mal um, Richtung Kamera, ist einmal hier der Levator Scapulae wichtig, also der Muskel, der hier an die Spitze vom Schulterblatt geht. Wenn der verspannt ist, verhindert er eben hier die Rotation und den kann ich jetzt eben hier auch sehr schön bearbeiten. Da brauche ich aber jemanden. Also ich selber werde es wahrscheinlich fast nicht schaffen, da vernünftig ranzukommen. Ist dann aber ein wertvoller Bereich, den etwas zu entspannen. Genauso hier der Infraspinatus-Bereich, also ihr habt hier die Spina Scapulae, ja, diese Fischgräte auf Deutsch. Und hier könnt ihr unterhalb dieser Fischgräte eben den Infraspinatus durcharbeiten. Ein Muskel, der auch bei Schulterschmerzen sehr oft sehr viel Spannung aufweist und eben ganz, ganz viel Sinn macht, den zu entspannen. Ihr braucht aber jemanden dafür. Außerdem könnt ihr super gut zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule hier durcharbeiten. Auch da eignet sich eben gerade dieser spitze Aufsatz wahnsinnig gut. Könnt auch in eine Vordehnung gehen. Nehmt mal den Arm nach vorne, wie wir es vorhin hatten. Genau, also entspanne ich jetzt quasi Schulterblatt hier rüber und kann dann hier die Fasern, die jetzt auf einer Vordehnung sind, super gut weich machen und kriege dadurch eine Entspannung von der Muskulatur ums Schulterblatt und kann diese Rotation wieder anbahnen, dass ich da etwas freier werde. Und das sind eigentlich so für mich die wichtigsten Bereiche, um sie mit dem Hypervolt zu bearbeiten, um die Schulter rum, um da wieder eine bessere Funktion hinzukriegen. Also Nacken, Pectoralis vorne, Rotatorenmanschette und hier Außenkante, auch vom Schulterblatt eben so Richtung Teres Minor Major. Gerne in der Vordehnung, geht aber übrigens auch so, gerade wenn man zu zweit ist, dass ich auch hier in dieser hinteren Axillarfalte auch da so reinarbeite, werde ich nur selber bei mir nicht schaffen. Da dann eben eher in der Vordehnung und hier oben nochmal schön rein. Das sind die wichtigsten Bereiche. Was ich ganz kurz dazu sagen möchte, ich sehe sehr viel, dass auf dem Deltoideus direkt, also auf der Schulter direkt gehämmert wird, behandelt wird. Davon halte ich relativ wenig. Also tatsächlich ist das der Bereich der Schulter, wo es zwar vermeintlich wehtut, ist aber meistens, weil die Rotatorenmanschette in der Tiefe dort ansetzt. Der Deltoideus selbst ist für mich meistens recht unauffällig und lohnt sich eigentlich nicht, auf dem rumzumachen. Dementsprechend lieber Nacken, Brust und Rückseite dann von der Rotatorenmanschette immer wieder weich machen. Das Weichmachen mit dem Hypervolt ist aus meiner Sicht ein relativ kurzfristiger Effekt. Also ich nehme Spannung raus, es fühlt sich besser an, ich habe mehr Bewegungsfreiheit. Um die aber zu konservieren und mitzunehmen und wirklich nachhaltig wieder eine bewegliche Schulter zu bekommen, müssen wir jetzt noch ein paar Bewegungsmuster dazu machen. Und wie die gehen, zeigen wir euch jetzt. Jetzt haben wir sehr viele Strukturen weich gemacht. Dazu sei noch gesagt, lasst euch wirklich Zeit. Also geht auf die Strukturen intensiv und auch wirklich lange drauf. Der Muskel, das Gewebe, die Faszien, die Rezeptoren brauchen einfach ein bisschen Zeit zu reagieren. Das heißt, es macht wenig Sinn, mit dem Hypervolt da ganz kurz drüber zu fahren, sondern wirklich lasst euch Zeit. Wenn ihr merkt, irgendwo ein Bereich tut besonders weh, dann bearbeitet ihn auch besonders intensiv. Weil meistens da, wo mehr Schmerz ist, ist auch mehr Spannung. Und dann habt ihr auch eine gut vorbereitete Muskulatur und könnt dann eben in die Übungen auch leichter reingehen, die wir euch jetzt zeigen. Wir beginnen mit der Innenrotation. Das ist für mich somit die wichtigste Übung bei der Schulter. Darfst du gerade mal ran. Ihr werft euch einfach von oben irgendein Powerband oder ein Handtuch, irgendwas, was ihr greifen könnt, nach unten. Was passiert jetzt bei der Übung? Dadurch, dass wir jetzt die Hand nach oben ziehen und versuchen, hier mit dem Ellenbogen am Körper dran zu bleiben und hier einigermaßen aufrecht zu bleiben, wickeln wir die Rotatorenmanschette oder die hinteren Anteile der Rotatorenmanschette um den Oberarmkopf rum, kriegen dadurch eine gute Länge hier rein und das ist für mich eine der Übungen, um wirklich ja, bessere Funktion in die Schulter reinzukriegen. Fast jeder, der ein Schulterthema hat, kommt genau da nicht mehr nach oben. Und das kann man hier einfach Stück für Stück wieder erlernen. Und wir haben eben im Vorfeld jetzt hier, wenn ihr jemanden hattet, der euch geholfen hat, hinten die Rotatorenmanschette mit dem Hypervolt weich gemacht und sollten jetzt besser in die Bewegung reinkommen. Die darf vorne etwas schmerzen, übertreibt es nicht, ist aber grundsätzlich eine Übung, die keine Enge auslöst und dementsprechend relativ stressfrei gemacht werden kann. Übung Nummer zwei, die ich euch zeigen möchte. Ihr bleibt übrigens in den Übungen immer 20 Sekunden drin und atmet gut dabei und wirklich so 5-6 tiefe Atemzüge entspricht ungefähr den 20 Sekunden. Als zweite machen wir die in Bauchlage. Geht nochmal in die ähnliche Richtung, wo wir jetzt auch nochmal die Rotatorenmanschette, die hinteren Anteile bearbeiten. Nimm die Handrücken einen Ticken höher, genau. Und jetzt einmal hier so richtig runter. Jetzt merkt ihr, dadurch, dass ich jetzt auf den Arm drauf liege, drücke ich mir einmal das Schulterblatt von der Wirbelsäule weg. Ich kriege eine sehr schöne Länge hier in die Rotatorenmanschette. Kann jetzt eben hier Stück für Stück versuchen, mich wieder Richtung Boden zu arbeiten und bekomme wirklich eine gute Funktion
hier in dieser Richtung wieder in die Schulter rein. Wichtig ist hier reindrücken in den Boden, also eine Aktivität reinbringen, um eben möglichst aktiv auch in der Muskulatur hier zu arbeiten. Und die beiden Übungen in Kombination machen das Schulterblatt freier, machen eben die Muskeln zwischen Schulterblatt und Oberarm freier und die tragen einfach ganz, ganz viel bei zu einer gesunden Schulterfunktion. Okay, jetzt machen wir noch was für die Aufrichtung. Ich habe es vorhin ja schon erklärt, wenn eben der Schultergürtel hier vorne ist, dann kann die Schulter nicht funktionieren. Meistens ist nicht nur ein lokales Problem von den Brustmuskeln, sondern auch Spirallinie, also schräge Bauchmuskulatur, Beckenmuskulatur. Wenn ich da zu viel Spannung mit mir rumtrage, durch Sitzen zum Beispiel, dann zieht es mich insgesamt nach vorne zusammen und das kann dann auch ein Schulterproblem auslösen. Deshalb eben ganz, ganz wichtig, in der Kette eine Aufrichtung zu beüben und da idealerweise auch die Arme mit dazu zu nehmen. Geht perfekt natürlich im Five Home hier am Chestgerät. Lehn dich gerade mal an, Hüfte weit nach vorne schieben. Genau, Arme weit nach oben, Kinn auf die Brust. Also ganz, ganz wichtig, hier Länge reinzubringen, in den Bauchmuskel, in die Hüfte eine Streckung reinzubringen und gleichzeitig jetzt eben die Arme weit nach hinten. Das ist eine perfekte Schulterfunktion. Dann kann ich einmal mit Händen eng zusammenarbeiten. Dann bin ich etwas mehr hier so im Latissimus teres minor major unterwegs. Oder ich gehe mehr in V rein und dann habe ich eben mehr den Pectoralis hier minor und major, die wir vorhin weich gemacht haben. Und so kann ich hier eben in der Kette, in der Funktion, in eine Beweglichkeit der Schulter reinarbeiten. Wenn Schmerzen akut sind, einfach nur so weit reingehen, wie es funktioniert und dann Stück für Stück wieder erarbeiten, dass die Beweglichkeit da wieder kommt. Wenn man kein Gerät zur Verfügung hat, kann man auch mit Bändern arbeiten, um die Übung ähnlich hinzukriegen. Zeige ich euch gleich, wie das geht. Jetzt haben wir eben im Chest gearbeitet, über die komplette Kette, was aber auch sehr gut funktioniert, gerade um Pectoralis Beweglichkeit beizubringen, ist die isolierte Übung. Geht mit Powerbands oder eben jetzt auch mit so einem Schlingentrainer, mit einem starren Band. Einfach wichtig, dass ich was habe, wo ich halt schön in die Position reinarbeiten kann. Machen wir gerade mal zusammen. Genau, Ellenbogen schön durchstrecken ist dabei wichtig und dann eben in eine gute Öffnung rein. Jetzt geht es wirklich darum, dass komplette Brustmuskel öffnet. Wenn ihr merkt, dass jetzt in dieser hohen Bewegung sofort ein Stress in der Schulter ist, weil vielleicht ein Impingement da ist, ein Schleimbeutel noch gereizt ist, dann könnt ihr auch ein bisschen weiter unten arbeiten. Also fangt einfach da an, wo ihr schmerzfrei seid, wo ihr einigermaßen reinkommt. Also es darf schon ziehen, machen, tun, aber es sollte eben keinen richtigen Schmerz auslösen, so einen typischen Schulterschmerz. Das heißt, arbeitet euch daran, weil ihr müsst irgendwann wieder schaffen, in diese Aufrichtung reinzukommen. Dann kann man sehr gut einarmig arbeiten, was wir vorhin mit den geschlossenen Armen gemacht haben im Gerät, dass ich hier einarmig eben gerade jetzt hier so Latissimus teres minor major in dieser Bewegungsrichtung öffne. Auch eine sehr, sehr wichtige Übung. Und da dann auch wieder bitte beide Seiten machen. Und das ist einfach eine schöne Möglichkeit, den Schultergürtel zu öffnen. Was wir hier jetzt nicht so ganz haben, ist halt, dass wir den Bauchbereich kriegen wir damit jetzt nicht wirklich locker. Das heißt, da könnte man jetzt auch noch eine Rückwärtsbewegung im Stehen einbauen, wenn man kein Gerät hat, um einfach aus dem Bauch, aus dem Becken Spannung rauszunehmen und dann zusätzlich kombiniert mit den Armen oben. Letzte Übung, die ich euch zeigen möchte, ist quasi die Flanke. Dabei geht es darum, hier seitlich den Arm nach oben zu bewegen und sehr viel Länge hier in diesem Bereich Latissimus teres minor major zu bekommen. Da ist sehr, sehr oft eine Einschränkung da, gerade bei Menschen, die viel trainieren, also viel Klimmzüge, Rudern, Latzug und solche Sachen, einfach eine starke Muskulatur da ist, dann bewegt dieser Arm schlecht darüber sehr oft und das kann eben ganz, ganz oft zu Schulterschmerzen führen. Deshalb für mich auch eine ganz fundamentale Übung für die Schulter. Machen wir gerade mal zusammen. Arm nach oben, genau. Dreht die Handfläche ruhig so ein bisschen Richtung Decke. Das bringt relativ viel von der Bewegung. Und dann einmal so komplett seitlich reinhängen. Wichtig ist, dass das äußere Bein das Belastete ist, dass wir die ganze Kette geschlossen haben. Und jetzt versucht ihr den Arm so weit wie möglich rüber zu bekommen, hier eine schöne Öffnung hinzubekommen. Und im Idealfall sollte der Arm eben hier relativ weit rüber gehen und hier wie so eine Linie mit dem Körper bilden. Und dadurch kriege ich jetzt sehr viel Rotation ins Schulterblatt, was eben super, super wichtig ist für eine gesunde Schulter. Und ich bekomme diese Strukturen hier seitlich weicher, die einfach zwischen Arm und Schulterblatt hängen. Und das ist für mich nochmal eine ganz, ganz wichtige Übung, um die Schulter nachhaltig beweglich zu kriegen. So, ihr habt es gesehen, wir machen also sehr viele Strukturen weich mit dem Hypervolt. Wichtig da wirklich Zeit lassen, intensiv durcharbeiten und dann direkt in die Übungen reingehen. Dadurch werden neue Bewegungsmuster abgelegt und dann wird die Schulter auch nachhaltig weicher und beweglicher und besser und funktioneller. Und umso besser die Funktion wird, umso besser sollte dann auch die ganze Schmerzthematik werden. Also probiert es mal aus, lasst euch ein bisschen Zeit. Schulter ist so ein Gelenk, was auch mal einen Moment braucht, sich wieder zu beruhigen, wenn da länger Probleme drin sind.
und dann sollte das auch für euch wirklich deutlich, deutlich besser werden und ihr könnt wieder vernünftig intensiv trainieren. In diesem Sinne, liebe Grüße aus München und bis bald.